alle sagten, das geht nicht. Und dann kam jemand, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und wenn das auf jemanden zutrifft, dann auf meinen heutigen Podcast-Gast, die liebe Tamara. Für Tamara gibt es, glaube ich, so zwei Leben. Eins davor, eins danach. Und ich möchte auch gar nicht zu viel jetzt hier einleitend reden. Tamara, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie das Leben so für dich war, bevor die ganze Geschichte mit dem Herzen, mit der Herztransplantation losging. Und dann werden wir, denke ich, auch deine Story hören, wie es danach ist. Und auch ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe, die mich interessieren, die, glaube ich, auch alle anderen da draußen interessieren. Ich bin mega gespannt und schieb das Mikro direkt mal rüber. Mach das. Danke, dass ich hier sein darf. Ich erzähle gerne erstmal ein bisschen was über die alte Tamara. Ich habe studiert, ich habe Kommunikationswissenschaft und Wirtschaftspsychologie studiert. Ich war gerade mitten in der Master, also in dieser Zeit des Masters Wirtschaftspsychologie, stand noch vor meiner Masterarbeit. Ich war im Angestelltenverhältnis bei einer Bank, also ich habe das parallel gemacht. Ich habe auch ganz gerne noch nebenbei Events moderiert. Also ich war jemand, der sehr viele Sachen gleichzeitig gemacht hat. Und Sport durfte natürlich auch nicht fehlen. Also auch da habe ich sehr, sehr viel damals noch gemacht und habe versucht, alles irgendwie immer unter einen Hut zu kriegen. Und ja, es war ein sehr stressiges Leben, glaube ich, aber so war ich. Ich war immer eine sehr ehrgeizige Person und hatte immer das Gefühl, ich darf keine Zeit verlieren und ich muss so schnell wie möglich meine Ziele erreichen. Und dann ist was passiert? Dann habe ich das erste Mal gespürt, dass da was nicht stimmt bei mir. Ich habe einen Druck auf der Brust gehabt, ich hatte so eine ständige Unruhe. Und dann bin ich mal zum Arzt gegangen, nach längerer Zeit, und habe ein Langzeit-EKG gemacht. Und damals kam raus, dass ich Rhythmusstörungen habe und ich sofort zu einem Kardiologen gehen sollte. Da kriegt man aber nicht so schnell einen Termin. Also sind noch mal 6 Wochen ins Land gegangen. Ich habe weiter meinen Sport gemacht, weiter mich dem Stress ausgesetzt, dem ich mich immer so ausgesetzt habe. Und ja, dann war ich beim Kardiologen und er hat mich sofort in den OP sozusagen geschoben, um abzuklären, warum ich diese Rhythmusstörungen habe. Und dann kam raus, dass ich anscheinend eine Herzmuskelentzündung habe. Also krank Sport gemacht habe, es nicht gemerkt habe und sich dadurch mein Herz entzündet hat. Wie alt warst du, als die Geschichte losging? Das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen. Und wie ging es dann weiter? Also zu dem Zeitpunkt war ich 23 und ja, stand sozusagen, ich habe gerade eben erst mit meinem Job angefangen. Ich war noch in der Probezeit. Also super Timing. Ich musste dann erstmal eine Weile zu Hause bleiben. Ich durfte 1,5 Jahre keinen Sport machen, bis es hieß, dass alles wieder soweit verheilt ist. Dann habe ich wieder losgelegt und natürlich auch in meinem üblichen Stil von 0 auf 100 im Prinzip. Und dann hatte ich einen Monat später einen Herzstillstand im Fitnessstudio, der ziemlich plötzlich kam und mit dem keiner gerechnet hat. Okay, das klingt natürlich jetzt erstmal krass, Herzstillstand. Und vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Also diese ganze Geschichte mit deinem Herzen ist passiert durch eine unentdeckte Entzündung des Herzmuskels. Ja, das war die Vermutung, fünf Jahre lang. Ja. Also ich hatte 5 Jahre eine Fehldiagnose im Prinzip. Oder zumindest hat man nicht den wahren Grund oder die wahre Ursache meiner Erkrankung entdeckt. Es war eine Entzündung irgendwie im Herz drin, aber die war nicht ausgelöst durch Sport, sondern ich hatte einen genetischen Defekt in mir, von dem keiner wusste und der dafür gesorgt hat, dass mein Herz von selber Stück für Stück vernarbt und durch Vernarbungen entstehen Herzrhythmusstörungen. Und das war der wahre Grund sozusagen meiner Erkrankung und der ganzen Vorfälle, die ich so hatte, aber es hat eben bis dato oder 5 Jahre lang keiner rausgefunden. Okay, krass, ist wahrscheinlich aber auch nicht einfach, sowas festzustellen. Da wirst du vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber okay, jetzt Herzstillstand im Fitnessstudio. Du liegst da im Prinzip. Was ist dann passiert? Also ich weiß es nur noch aus Erzählungen.
Ich kann mich an den kompletten Sonntag nicht mehr erinnern. Es ist ein Sonntag gewesen, Sonntagabend. Und ich war alleine trainieren, bin vom Fahrrad gefallen, ohnmächtig. Also ich habe Kammerflimmern bekommen. Also das Herz zittert nur noch, pumpt nicht mehr richtig. Und dadurch bin ich dann eben ohnmächtig geworden. Und irgendwann hat es dann eben ganz aufgehört zu schlagen. Und ich hatte das große Glück, dass damals zwei Medizinstudenten auch dort trainiert haben, ein Polizist dort trainiert hat, ein Rettungssanitäter, also alles Menschen, die sich bestens auskennen und Gott sei Dank auch gefühlt haben, dass ich keinen Puls mehr habe. Und dann haben die mit der Reanimation angefangen. Und das haben die eine Dreiviertelstunde gemacht, bis dann endlich jemand mit einem Defibrillator da war und sie mich, ich glaube, zwei oder dreimal defibrilliert haben, bevor ich wieder einen Puls hatte, ins Koma gelegt werden konnte und dann anschließend ins Klinikum gebracht wurde. Will man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, so eine Situation. Und dann gab es ein neues Herz? Oder war da noch ein bisschen was zwischendrin? Also war noch ein bisschen was dazwischen. Also ich kenne die Geschichte natürlich schon, so haben wir uns auch kennengelernt auf einem Event, die Tamara und ich, vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Und sie hat ihre Geschichte erzählt, war Keynote-Speakerin, ich durfte das Event moderieren, Female Insurance Summit, hier auch mal ein bisschen Schleichwerbung dafür machen, cooles Event, wird nächstes Jahr wieder stattfinden, tragt euch oder merkt euch das schon mal. Und da war mir klar, okay, die Tamara muss in den Podcast rein. Okay, also neues Herz gab es da noch nicht, aber wie war jetzt dann der Weg dorthin? Was ist jetzt alles noch als nächstes passiert? Ja, also ich hatte den Herzstillstand, bin dann daraufhin eben ins Krankenhaus gekommen, war einen Tag im Koma, dann bin ich wieder zurückgeholt worden und hatte das große Glück, dass ich tatsächlich keinerlei Einschränkungen hatte. Also auch das ist ein kleines Wunder, was da passiert ist, denn die Wahrscheinlichkeit lag bei 2%, dass ich das so überlebe, wie ich es überlebt habe. Und dann hieß es, ich glaube 2 Tage später, sie kriegen jetzt einen Defibrillator implantiert, also so ein Gerät, das ist ungefähr so groß und das wird hier in die Brust eingepflanzt und kontrolliert im Prinzip dauerhaft meinen Herzrhythmus. Und wenn da irgendwas nicht passt, also wieder gefährliche Rhythmusstörungen entstehen, dann schockt der mich. Also dann kriege ich Elektroschocks und sorgt damit dafür, dass das Herz geresettet wird sozusagen. Genau, so dieses Ding habe ich bekommen und das ist mir als Lebensversicherung verkauft worden. Leider hat sich aber dann rausgestellt, dass die Lebensversicherung eben im Fall der Fälle nicht trägt. Und ich hatte ein halbes Jahr später in Ibiza einen zweiten Herzstillstand. Diesmal im Frühstücksraum, habe wieder gemerkt, da passiert jetzt, oder diesmal habe ich es wirklich bewusst wahrgenommen, da passiert jetzt was. Und dann kam schon der erste Schock, der zweite Schock, der dritte, der vierte, der fünfte innerhalb von, weiß nicht, 30 Sekunden, 40 Sekunden, sowas in dem Dreh. Problem war nur, dieser Defibrillator war anscheinend nicht richtig implantiert, sodass er zwar geschockt hat, aber mein Herz nicht komplett erreicht hat mit diesem Schocks und dadurch konnte er die Rhythmusstörungen nicht beenden. Also bin ich wieder ohnmächtig geworden und hatte das große Glück, dass ich wieder unter Menschen war, beziehungsweise mein damaliger Freund noch da war und dann hat er mich wieder reanimiert. Das zweite Mal. Genau, also das waren so meine 2 Herzstillstände. Danach war ich erstmal noch 8 Tage, glaube ich, in Ibiza, bis ich dann nach Hause geflogen wurde von meiner Auslandskrankenversicherung. Dann hatte ich einen kurzen Krankenhausaufenthalt noch in Deutschland, bin aber wieder nach Hause geschickt worden mit Aussagen wie, was stellen Sie sich denn so an? Der Defi hat doch die Welle gefunden. Und nochmal 2 Wochen später bin ich wieder ins Krankenhaus gekommen, wieder mit gefährlichen Rhythmusstörungen. Das große Glück war, dass ich damals in ein anderes Krankenhaus kam und dort rausfand, dass eben der Defi falsch implantiert war. Und dann hat man ein paar Untersuchungen gemacht, beziehungsweise ein paar OPs. Also man hat versucht, diese Stellen im Herz, die diese Rhythmusstörungen verursachen, zu ablatieren, zu veröden, damit sie eben diese Fehlleitungen nicht mehr weiterleiten können. Und das hat man probiert, dann ging es wieder ein halbes Jahr gut, bin ich wieder ins Krankenhaus gekommen, dann hat man es nochmal probiert und so weiter und so fort. Man hat noch ein paar andere Therapien ausprobiert über 2 Jahre hinweg, aber es hat einfach nichts wirklich dauerhaft geholfen. Und
dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt, glaube ich, langsam mir auch in meinem alltäglichen Leben wieder Hilfe holen. Also ich hatte in der Wohnung gewohnt, im dritten Stock, ohne Aufzug. Es ging irgendwann nicht mehr. Also ich hatte teilweise auch gefährliche Rhythmusstörungen, wenn ich einfach diese Treppen hochgelaufen bin. Ich war allein und dann habe ich entschieden, dass ich zu meinem Vater zurückziehe. Und damit eben auch in eine andere Stadt, also weit weg von meinem Kardiologen, der zu Hause ist. Und so kam ich auf die Idee, mir mal noch einen neuen Kardiologen zu suchen, der mir einfach meine Rezepte verschreibt. Und so bin ich zu einem neuen Kardiologen mal wieder gekommen. Ich glaube, es war mittlerweile der, ich weiß gar nicht, gefühlt 20., der mich mal ansehen durfte. Und der hat das erste Mal sich wirklich meinen Ordner richtig angeguckt. Das war mittlerweile so ein dicker Ordner, den ich hatte. Und hat den mit nach Hause genommen. Und 2 Wochen später rief er an, meinte so, ich bin jetzt durch. Und mir ist aufgefallen, bei Ihnen ist nie ein genetischer Test gemacht worden. Also ist nie nachgeguckt worden, ob vielleicht genetisch bei Ihnen irgendwie was ist. Das haben wir dann nachgeholt. Und nochmal 2 Monate später rief er mich dann an und meinte, Frau Schwab, Sie hatten keine klassische Herzmuskelentzündung, sondern eben einen genetischen Defekt. Was gleichzeitig bedeutet, dass auch andere Familienmitglieder betroffen sein können. Und das hat tatsächlich nochmal sehr, sehr viel verändert. Für mich war es im Endeffekt, also bis auf das meine Familienmitglieder auch betroffen sind, eine große Erleichterung, weil ich endlich wusste, woran es liegt. Und man hatte einen wahren, richtigen Grund, den man irgendwie auch greifen konnte, warum mir das alles passiert. Aber im Endeffekt hat es erstmal nichts geändert an der Therapiemöglichkeit. Also auch da gibt es nur die Möglichkeit, einen Defibrillator zu implantieren. Und, das war aber ganz wichtig, Sportverbot zu geben. Denn die Krankheit wird schlimmer, wenn man Sport macht. Und das war, glaube ich, auch ein großes Problem, dass ich 5 Jahre lang eben das nicht wusste und 5 Jahre lang nach wie vor Sport gemacht habe. Okay, genau. Also wenn man das auch nicht weiß, dann kann man das Ganze ja auch nicht. Das ist dein Handy? Ich habe es hoffentlich störend gemacht gehabt. Sorry. Alles gut. Ja, die Mutti. Habe ich auch Eltern und wichtige Personen, egal wo ich bin und mein Handy auch auf lautlos ist, die kommen immer durch. Ja, habe ich so eingestellt. Ja, genau, ich auch. Tatsächlich. Finde ich auch wichtig. Vielleicht auch hier ein Hinweis, mach das mal. Für Notfälle und sonst was, dass so ein paar Leute immer durchkommen. Kann man einstellen beim iPhone und ja bei jedem anderen Telefon auch. Das sind dann die Notruf-Fallnummern oder wie auch immer. Ja. Ne? Die kommen einfach immer durch, kommt auch immer nachts durch. Oder sonst was, wenn alles lautlos ist. Deswegen. Außer man geht im Flugmodus. Genau, richtig, dann geht das nicht. Okay, wow. Also genetischer Defekt festgestellt, hat nochmal alles umgeworfen. Ja. Und vielleicht gehen wir jetzt mal rein in das, wo, ja, also die ganze Geschichte ist ja total verrückt überhaupt. Und ich glaube, niemand, der gerade zuschaut oder zuhört, möchte in dieser Situation sein. Vermutlich nicht. Aber du hast die Situation... ich sag jetzt mal dann doch so ab einem gewissen Punkt so richtig selbst in die Hände genommen und nicht mehr nur so ganz die Verantwortung irgendwo vielleicht bei Ärzten oder sonst wo gelassen. Vielleicht springen wir da vielleicht einfach mal ein bisschen dann auch wirklich so in diese Richtung dann, wo du ja gesagt hast, jetzt ja bin ich dran und jetzt geht's um mich und ja. Gib uns da mal die Einblicke bitte. Also diese Verantwortung zu übernehmen ein Stück weit, glaube ich, habe ich schon damit angefangen, dass ich schon mal mir Leute gesucht habe, die wissen, um was es geht. Also ich habe eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel für diese spezielle Erkrankung gefunden, die am Ende ganz entscheidend war für das, was danach dann noch passiert ist. Ich habe irgendwie versucht, selber Informationen zu bekommen über die Krankheit. Ich habe Studien gelesen, die man eben im Internet so bekommt. Ich habe alles versucht, weil auch das Problem an meiner Krankheit ist, wenn ich das dem einen oder anderen Kardiologen erzähle, was für eine Krankheit ich habe, dann kommt sogar da teilweise das Fragezeichen. Also diese Krankheit ist so selten, Stand heute zumindest, dass auch viele Kardiologen einfach nichts damit anfangen konnten. Also habe ich angefangen, selber mich schlau zu machen und selber herauszufinden, was denn konkret das Problem bei mir ist und warum es bei mir so extrem ist und bei meiner Familie beispielsweise nicht. Also es gibt weitere Träger dieses Gendefekts, aber bei denen ist soweit noch alles in Ordnung und die können auch ganz normal ihren Alltag bestreiten. Genau, und
nachdem ich das erfahren hatte mit diesem Gendefekt, ein halbes Jahr später, war ich zu Besuch in München, planmäßig eigentlich nur für einen Tag, ganz spontan auch noch für eine Nacht bei meiner besten Freundin. Und das war ein riesengroßes Glück, denn ich hatte an diesem Abend wieder gefährliche Rhythmusstörungen. Bedeutet, normalerweise wäre ich im Auto gesessen und ich will nicht wissen, was dann passiert wäre. So war ich eben auf ihrer Couch gesessen, wir haben den Notarzt gerufen, ich bin ins Krankenhaus gekommen und einen Tag oder zwei Tage später hatte ich dann wieder so eine Verödung, von der ich gerade eben schon beschrieben hatte. Und nach dieser Verödung, ich glaube ein paar Stunden später, ich weiß nicht gar nicht mehr, 12 Stunden später oder so, hatte ich wieder 8 Schocks von meinem Defibrillator bekommen. Damit war klar, wir machen es, und das war eigentlich schon die einzige Möglichkeit, die mir noch blieb an Therapiemöglichkeiten. Wir machen es damit noch schlimmer, als es vorher war. Also die einzige Therapiemöglichkeit, die ich noch habe, die macht es schlimmer als besser. Und damit war auch klar, wir haben eigentlich jetzt nur noch einen einzigen Weg, den es noch gibt. Und das ist das Thema Herztransplantation. Aber, also eigentlich war das auch so abgesprochen, wir gehen diesen Weg mal und ich werde mich mal vorstellen in der Transplantationsambulanz und alles Weitere. Ich kam in dieser Zeit, wo ich da im Krankenhaus war, dann auch von der Intensivstation auf die Normalstation, hatte einen anderen Arzt plötzlich, der für mich zuständig war. Und dann kam er zu mir rein eines Tages, also ich glaube, es war 3 Tage nach einer weiteren OP, die ich da noch hatte, und meinte dann zu mir, Frau Schwab, wir entlassen Sie morgen. Und ich war so, hä? Ich dachte, wir gehen das Thema Transplantation jetzt an. Warum werde ich entlassen? Ja, schauen Sie doch mal, wie Sie hier im Bett liegen. So werden Sie mit Sicherheit nicht HU gelistet, also High Urgency, hochdringlich. Nur so hat man reelle Chancen, ein neues Herz zu bekommen. So wird es nichts werden. Und deswegen, Sie müssen jetzt erstmal wieder nach Hause. Und deswegen entlassen wir Sie morgen. Und ich war in dem Moment fassungslos. Mir wurde wieder diese Option genommen und wir hatten schon immer mal wieder, kam dieses Thema hoch, aber es hieß immer, mir geht's noch zu gut, sozusagen. Und jetzt hatte ich wieder so einen Vorfall, wo ich wahnsinnig viel Glück hatte. Also, dass ich eben nicht im Auto war oder dass Menschen trotzdem in der Nähe waren, dass ich unter medizinischer Versorgung gerade in dem Moment war, als die Schocks kamen. Und ich werde wieder nach Hause geschickt, auf gut Glück. Und wir warten darauf, dass das nächste Ereignis kommt, in der Hoffnung, dass ich dieses Ereignis überlebe und ich in einer wieder mal glücklichen Situation stecke. Und das konnte und wollte ich in diesem Moment nicht mehr akzeptieren. Es ging einfach nicht mehr. Ich hatte keine Energie mehr, ich hatte keine Kraft mehr, ich habe keine Perspektive mehr gesehen. Also für mich war das auch das Leben, was ich zu der Zeit geführt habe, mit ständigen Panikattacken wegen dem Defibrillator, weil ich einfach Traumas von diesen Schocks hatte, mit diesem ständigen, bekomme ich jetzt vielleicht plötzlich wieder Rhythmusstörungen oder ich hatte Rhythmusstörungen, ich hatte dadurch wieder Angst, ich konnte damit einfach nicht mehr leben und vor allem nicht nach solchen krassen Ereignissen. Und deswegen habe ich dann entschieden, diese Selbsthilfegruppe zu kontaktieren, die sich eben doch sehr gut auskennen, auch sehr, sehr viele Ärzte kennen. Und diese Selbsthilfegruppe oder diese Chefin der Selbsthilfegruppe hat einen Arzt kontaktiert, der auch in München war, in einem anderen Klinikum. Er war sogar im Urlaub. Und er hat sich dann dahinter geklemmt, dass ich an dem Tag der Entlassung einen Termin in der Transplantationsambulanz bekomme. Und dank dieser 2 Engel habe ich dann, nachdem ich entlassen wurde, 3 Stunden später die Aussage bekommen, sie haben absolut reelle Chancen, auf die HU-Liste zu kommen und wir gehen jetzt diesen Weg. Und so bin ich auch gar nicht mehr nach Hause gekommen. Ja, Gänsehaut, wenn man zuhört, auch wenn man die Geschichte schon kennt. Ich stelle mir dann die Frage, okay, was wäre, wenn du nicht so hartnäckig gewesen wärst? Ne? Das ist auch noch eine der Fragen, die ich noch mitgebracht habe. Was wäre, wenn das anders gelaufen wäre? Und ich finde diese Hinführung zu jetzt dann der Transplantation und die Geschichte halt echt sehr spannend, dass man diesen Hintergrund auch so ein bisschen kennt. Ne? Und auch, du hast dieses Ding da drin, ja, und dann, ich glaube, ich würde mal so denken, okay, kann ich das jetzt machen? Warum darf ich das jetzt machen? Ständig dieses Abgleichen im Kopf, ja, und vielleicht dann doch und dann diese Angst und dann könnte das ja wieder, also du bist ja da, wenn das Ding losgeht, da warst du ja
wach oder wie ist denn das? Ja. Ne? Ja. Und ich war bei vollem Bewusstsein. Das ist ja auch nicht. Das ist das Schlimmste, was sich ein Mensch vorstellen kann. Also wirklich, ich würde es nicht mal meinem ärgsten Feind wünschen, sowas zu erleben. Das ist. Ich weiß nicht, wenn man mal an den Elektrozaun gegriffen hat, dann weiß man so ungefähr, wie sich Strom anfühlt. Und dann kann man sich das Ganze, glaube ich, mindestens 10-mal so stark vorstellen in der eigenen Brust, nicht am Finger. Und das macht was mit einem, definitiv. Das glaube ich sofort. Und genau, und deswegen, High Urgency irgendwo dann doch nachvollziehbar, für mich jetzt zumindest als Laie. Du hattest halt einfach Glück dahingehend, dass da noch nichts passiert ist. Wobei ich immer wieder ich habe mal eine Folge hier aufgenommen zum Thema Glück. Ja, ich habe da ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf. Manche Dinge kommen einfach, wie sie kommen, und wir bezeichnen es dann als Glück, weil wir keine andere Erklärung dafür finden. Okay. Du bist dann in diesem anderen Krankenhaus und dann erzähl mal, wie die Geschichte da weitergeht. Ja, ich war in dem anderen Krankenhaus, ich war in der Transplantationsambulanz und es hieß, sie haben absolut reelle Chancen. Damals sind alle Dämme gebrochen. Also es war Erleichterung für mich einfach nur noch. Es gab für mich einfach nur noch diese Option, weiterzuleben, und dann nach diesem Schlag am Tag vorher diese Aussage zu bekommen, war einfach für mich das Schönste, was hätte passieren können. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Also man hat dann an dem Tag hat man noch ganz viel Blut abgenommen, um durchzuchecken, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, weil das K.O.-Kriterien für eine Transplantation wären. Dann bin ich wieder in ein anderes Krankenhaus gekommen, und zwar bei dem Arzt, der sich da für mich eingesetzt hat. Und der hat diese ganzen Voruntersuchungen in die Wege geleitet. Bedeutet, man muss wirklich von Kopf bis Fuß einmal durchgecheckt werden, ob man gesund ist. Das geht von Zahnarzt über HNO, Frauenarzt, Psychologe, Linksherzkatheter, also so innere Geschichten und so weiter und so für PET-CT und wie sie alle heißen. Also es sind, ich glaube, es waren um die 15, 20 Untersuchungen. Da muss ich gerade mal kurz reinfragen. Also was ist da der Hintergrund? Ich kann mir das vorstellen, was da der Hintergrund ist. Aber weil es dann schon so ein bisschen, okay, du geht um Herz, aber du musst halt echt gesund sein, damit du eins kriegst. Aber so im Umkehrschluss denkst du so, okay, mein Herz funktioniert nicht richtig. Krasser krank kann man ja in der Form in Anführungsstrichen nicht sein. Aber hast du da mal nachgefragt, was ist der Hintergrund? Ja, der Grund ist, dass... Also bei der Transplantation ist ja der Körper unter wahnsinnigem Stress, auch danach. Außerdem bekommt man Medikamente, die das Immunsystem runterdrücken. Also mein Leben lang muss ich Medikamente nehmen, die das Immunsystem so weit runterdrücken, dass es so blind ist, dass es mein Herz nicht als Fremdkörper erkennt. Denn sonst würde es mein Herz als Fremdkörper erkennen und abstoßen. Das wäre ziemlich schlecht bei einer Herztransplantation. Und wenn ich jetzt eine Erkrankung hätte, wie beispielsweise, jetzt nehmen wir die krasse Version, AIDS oder zig verschiedene andere Krankheiten, die es so gibt, dann würden die noch viel extremer ausbrechen, wenn ich dann eine Transplantation bekommen würde. Oder wenn ich Krebs hätte, akuten Krebs, könnte man das auch nicht machen. Außerdem ist dann wieder die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach weiterlebe? Denn in Deutschland sind einfach die Organe absolut rar, und dadurch wird wirklich nur ausgewählt oder die Person ausgewählt, die wirklich gesund ist und wo die Chancen sehr, sehr hoch sind, dass man das überlebt, also die Transplantation überlebt, aber auch dann im Nachhinein auch was von dem Herz hat. Und daher eben all diese Untersuchungen. Genauso auch der psychologische Test. Wenn ich zum Beispiel selbstmordgefährdet wäre, könnte das ein K.O.-Kriterium sein, dass man eben kein Herz bekommt. Ja. Okay, ja, es ist nachvollziehbar. Es ist halt krass rational. Ne? Da ist wenig emotional mit dabei, aber irgendwo auch nachvollziehbar. Zurück zur Storyline. Krankenhaus, neues Krankenhaus, nochmal eins, und da kam dann irgendwann, da sitzt du dann, wartest dann einfach irgendwie
Wie genau war das? Ich bin nach diesen ganzen Untersuchungen dann wieder zurückgekommen nach Großhadern. Also so, das ist das Klinikum in München, wo auch die Transplantation stattfand. Genau. Und dort musste ich dann noch mal ein paar Tage auf einer Intensivstation bleiben, um gelistet werden zu können. Also da wird ein Antrag gestellt und der wird nach Leiden in der Niederlande geschickt. Dort sitzt Eurotransplant. Und Eurotransplant ist dafür zuständig zu entscheiden, ob die Person auf die HU-Liste kommt oder nicht kommt. Wir sind im Prinzip in einem Verbund. Also es sind insgesamt 8 Länder, die in diesem Eurotransplant-Verbund sind. Und das ist so diese Dach, wie nennt man es, Gesellschaft oder was auch immer, die sich um das Thema Transplantation eben bei uns und in vielen anderen Ländern auch kümmert. Also da gehört zum Beispiel auch Österreich dazu, die Niederlande, Dänemark und so weiter und so fort. Das sind insgesamt 8 Länder. Genau. Und das wurde gemacht und dann hieß es zittern und darauf hoffen, dass man eine positive Nachricht kriegt. Und ich musste leider einen Tag warten. Ich habe nicht am selben Tag die Info bekommen. Aber einen Tag später kamen dann die Ärzte und meinten, es hat geklappt, sie sind auf der Liste. Ab heute startet die Wartezeit aufs Herz. Und theoretisch, nicht realistisch, aber theoretisch könnte ab heute jederzeit die Nachricht kommen, dass ein neues Herz für sie da ist. Ja. Und gut, wir wissen, dass das hat dann geklappt, aber wie lange war das dann? Und vielleicht kannst du es auch nochmal beschreiben, weil ich kann mir so vorstellen, das erste Ziel ist so, auf die Liste kommen, auf die Liste kommen, auf die Liste kommen. Das ist nur dieses auf die Liste kommen und dann bist du auf der Liste und dann ist ja nicht so, okay, jetzt habe ich es geschafft, sondern dann kommt, ne, und das kannst du ja irgendwie, ich sag mal, beeinflussen. Da warst du dahinter, du hast das gepusht, du hast, ne, es geht hier um mein Leben. Ja. Es geht um dein Leben, ja? Ja, absolut. Aber jetzt kannst du ja nichts machen, außer warten und also das vielleicht einmal, das ist jetzt was, also dieses, was ist das für ein Gefühl? Also du hast ja ein Gefühl von Hoffnung. Mhm. Auf der anderen Seite stelle ich mir das jetzt aber auch total verrückt vor, weil es ja ein Hoffen ist. Ja, ich weiß, was du sagen möchtest, auch Sterben. Ja. Aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass es kein Hoffen auf einen Tod eines Menschen ist, sondern dass es das Hoffen auf eine Entscheidung ist. Dass dieser Mensch vorher entschieden hat, wenn er von dieser Welt gehen muss, dass er bereit ist, seine Organe zu spenden. Also es ist nicht das Hoffen auf den Tod, dass endlich jemand verstirbt. So sind oftmals die Gedanken. Sondern eigentlich nur darauf, dass irgendjemand, der eben gehen musste, sich dafür entschieden hat, für die Organspende. Aber es war eine sehr intensive Zeit, also diese Wartezeit. Ich bin dann wieder in ein anderes Krankenhaus gekommen in München. Also ich war, glaube ich, gefühlt schon mittlerweile in jedem Klinikum dort. Und da musste ich dann warten. Ich hatte das große Glück, dass ich eine Zimmernachbarin hatte, die selber 26 war. Ich war 28 zu dem Zeitpunkt. Und wir uns eine relativ gute Zeit machen konnten. Über Kartenspielen, Serien angucken, ganz viel telefonieren mit der Außenwelt. Das Problem war, dass wir ja auch noch zu Corona-Zeiten im Krankenhaus waren. Das bedeutet, wir durften in diesem Wartekrankenhaus nur 2-mal pro Woche Besuch bekommen und dann auch nur getrennt. Problem war, ich kam aus Nürnberg, sie kam aus Ulm. Das heißt, unsere Familien kamen immer am Wochenende. Auch das war nicht einfach, dann wieder zu managen. Also meistens blieb es dann doch irgendwie bei 1-mal pro Woche Besuch bekommen. Und da gerade nochmal eine Frage. Kannst du nicht einfach zu Hause warten? Oder was ist da der Hintergrund? Das geht beim Herz nicht. Also es geht bei anderen Organen wie, ich weiß gar nicht, ich glaube Niere ist kein Problem. Lunge, glaube ich, kann man auch zu Hause warten und so. Beim Herz ist es aber so, dass man nach Eurotransplant sozusagen so instabil ist, dass man dauerhaft unter medizinischer Betreuung sein muss. Also wenn da was halt passiert im Vergleich zu, was weiß ich, Leber oder Niere oder was auch immer, dann geht es um Minuten. Und daher, wir mussten durchgehend an ein Blutdruckmessgerät angeschlossen sein. Das hat 1-mal pro Stunde den Blutdruck gemessen, dauerhaft an einem EKG angeschlossen sein und wir durften auch maximal auf den Gang. Also im Prinzip war es wie ein Gefängnis. Also du bist da drin eingeschlossen,
Du hast keine To-Dos, keine wirklichen. Und du darfst nicht mal vor die Tür. Und es war Sommer. Es war der Juli vorletztes Jahr. Ja, quasi, um auch irgendwie sicherzustellen, dass ich beschreibe das jetzt mal so, dass der Zustand, der bewertet wurde, dass du ein Herz bekommen kannst, dass der quasi im Prinzip konserviert wird und da jetzt nicht nochmal irgendwie sich dieser Zustand verschlechtert, weil du, weiß ich nicht, krank wirst oder wie auch immer und du dann vielleicht nicht mehr plötzlich in Frage kommst, ja. So die Richtung. Ja, auch. Also es ist einmal, es ist zu lebensgefährlich, dass du zu Hause warten kannst. Definitiv auch das Thema Krankheit. Also sobald du krank wirst, fliegst du von dieser Liste runter. Also hätte ich jetzt zum Beispiel in der Zeit Corona bekommen oder nur einen grippalen Infekt, wäre ich runter gewesen von dieser Liste. Und es hätte sein können, dass aber genau in dieser Zeit das Herz kommt. Also auch das gibt es immer wieder. Im Übrigen, das Zittern hört mit Listung nicht auf, denn nach 4 Wochen, also nach den ersten 4 Wochen, wird man gerelistet. Also da wird wieder geguckt, geht es dir immer noch so schlecht oder geht es dir einen Ticken besser, dann können wir dich wieder von der Liste runterwerfen. Also in den Hardcore-Fällen kann es passieren, dass du seit einem halben Jahr irgendwie im Krankenhaus wartest und dann heißt, es ist ein bisschen besser geworden und fliegst von dieser Liste runter und dieses halbe Jahr war umsonst. Also es ist schon trotzdem mit viel Zittern verbunden. Dann nimm uns doch jetzt auch mal hier als Zuhörer und Zuhörerin das Zittern und jetzt gehen wir mal ein bisschen rein vielleicht in den Erfolg, nennen wir es mal so. Ja, der Weg dann hin zum neuen Herzen und dann auch die Fragen, die ich hier noch aufgeschrieben habe, die glaube ich auch viele, die zuhören, sich stellen oder im Kopf gerade haben. Wir können da nicht alle beantworten. Ich glaube, ich hätte 100 Fragen, die ich dir stellen würde. Vielleicht auch gerne dann auf YouTube in die Kommentare schreiben. Mal gucken, dass wir da in Abstimmung mit dir dann noch einige vielleicht beantworten können. Was ich auch ganz spannend finde, ist so diese Frage, okay, Kontakt zu der Familie des Spenders, da gehen wir jetzt vielleicht heute nicht näher drauf ein, aber das ist so eine Frage, ja, wo, ne, also kurze Antwort wäre, das ist ja so nicht erlaubt in Deutschland, in direkten Kontakt zu treten, das ganze Brief schreiben, das geht irgendwie, aber das war's. Aber jetzt nehmen wir uns mal mit an, in den Moment, wo die Info kam, es geht los. Ja. Also bei mir hat es 33 Tage gedauert. Das ist nicht der Durchschnitt. Das möchte ich betonen. In Deutschland wartet man im Durchschnitt 4 bis 6 Monate auf ein Herz im Krankenhaus. Und es gibt auch Fälle, die warten bis zu einem Jahr oder sogar noch länger auf ein Herz. Ich hatte das große Glück, dass ich eine seltene Blutgruppe habe. Und umso seltener die Blutgruppe, umso schneller geht es. Weil eben nicht so viele Anwärter sozusagen da sind. Ja, und dementsprechend war es an dem Tag 12:30 in der Nacht und ich habe noch telefoniert mit einem Freund und meine Zimmernachbarin auch, also wir waren noch am Quatschen und dann klopft es an der Tür und eine Ärztin kommt rein mit Mundschutz und so weiter und ich habe die gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich war am Telefonieren, dachte mir, ja gut, irgendwo ist da wahrscheinlich, da ist ein EKG oder irgendwas, ist verrutscht, meckern jetzt wieder oder irgendwie sowas. Und ja, dann lief sie aber grinsend so langsam zu mir und meinte dann so, ja, Frau Schwab. Und ich so, ja, Moment, ich meinen Stöpsel, also meine AirPods, einen davon rausgenommen, den zweiten sogar drin gelassen in dem Moment, weil ich wirklich mit nichts Wichtigem gerechnet hatte. Und dann grinst sie mich an und meint so, Frau Schwab, ihr neues Herz ist da. Sie müssen jetzt packen, es geht los. Und das war eine Achterbahn der Emotionen in dem Moment. Es war unfassbare Freude, dass diese Zeit vorbei ist und dass ich jetzt die Chance habe, ein neues Leben zu führen. Es war pure Angst. Also, mir ging der Hintern ganz schön auf Grundeis in dem Moment. So, verdammt, dir wird jetzt dein Herz rausgenommen. Ich hatte Trauer, weil ich wusste, da ist jetzt gerade jemand gestorben und da ist eine Familie, die gerade unfassbar trauert. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich schneller dran war als meine Zimmergenossin, die schon 2 Monate länger gewartet hatte als ich. Also das kam noch oben drauf, so Gott, jetzt bin ich schneller dran und du musst weiter warten.
Und ja, also absolute maximale Überforderung in dem Moment. Dann hieß es, ja, du musst jetzt schnell zusammenpacken. Das Intensivmobil kommt gleich, das holt dich ab und bringt dich eben in die Transplantationsklinik. Ich stand vor meiner Tasche, also ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt gerade einpacken soll. Also ich war maximal überfordert. Gott sei Dank war meine Zimmergenossin da, die hat dann alles eingepackt. Dann haben sie mir noch einen Zugang gelegt und dann ging es schon Richtung Krankenhaus. Also das war ein Prozess. Und ich habe noch meine Eltern, glaube ich, noch geschafft anzurufen. Das war ein Prozess von vielleicht einer halben Stunde, wenn es hochkommt. Dann kam ich ins Krankenhaus und eigentlich war geplant, dass die OP um 5 Uhr oder so stattfindet. Und dann hieß es, die OP wird verschoben. Sie wird jetzt erst so gegen Mittag am nächsten Tag stattfinden. Und das Problem ist, es kann manchmal vorkommen, dass, also man bekommt die Nachricht, es ist ein Herz da, dann fliegt der Arzt zu dem Herz und schaut sich es nochmal an. Und in seltenen Fällen kann es passieren, dass dann auch heißt, es passt doch nicht. Das heißt, du wirst umsonst vorbereitet und so weiter und so fort. Und genau diese Angst kam dann in dem Moment, so Gott, warum wird es verschoben? Passt da irgendwas nicht? Es war aber alles gut. Man hatte sich einfach nur dafür entschieden, noch ein paar Stunden zu warten. Ich hatte dann noch genügend Zeit, nochmal mit meinen Freunden zu reden. Also erstmal noch kurz versuchen zu schlafen, weil es eher weniger funktioniert hat. Dann noch mal mit meiner Familie, mit meinen Freunden zu telefonieren. Und dann ich glaube um 1 Uhr war es, hieß es dann so, jetzt geht's los. Und dann bin ich da Richtung OP geschoben worden. Dann hat man mir noch einen Zugang nochmal gelegt. Und dann war es soweit. Dann hat man mich in Narkose versetzt und die OP begann. Ich nehme das Mikro mal so in die Mitte, weil jetzt habe ich, glaube ich, so ein paar Fragen, wo wir so ein bisschen hin und her schießen mit kurzen Antworten. Wie lange hat die OP gedauert? Soweit ich weiß, 4-5 Stunden. Gibt es eine Statistik, wie viele von diesen Operationen erfolgreich verlaufen, beziehungsweise nicht? Ich habe mal gehört, dass 95% gut verlaufen. Okay. Von daher war es für mich, also ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, das könnte schief gehen. Nee, ich hatte absolutes Vertrauen. Okay. Der Moment, wo du aufgewacht bist. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt zu meiner ersten Frage hier. Ich wurde auch mal operiert, ja, jetzt nicht neues Herz, aber halt dieses, ne, du weißt, das ist was passiert bei mir, was ein Unfall, das Bein komplett gebrochen, Schienenwadenbein und Hubschrauber, Krankenhaus und dann bist du schnell weggebeamt worden, aber du hast halt so irgendeine, ne, Vorstellung, wie das sein wird, wenn du wieder aufwachst. Mhm. Und bei mir war es so, ich wache auf und habe halt in meinem Kopf, ich hatte so, ich gucke da jetzt runter, da wird halt ein fetter Gips dran sein. Ja. Da war kein Gips dran. Wieso ist da kein Gips dran? Gebrochen heißt Gips, ja, in meiner Welt damals. Und also ich hatte dann komplett, okay, was haben die gemacht? Ist das jetzt überhaupt nicht repariert worden? Oder keine Ahnung, ne? Und da wurde halt in den Knochen wurde da so ein Metallding reingebaut, mhm, ein T2-Nagel hieß das, glaube ich, oben und unten verschraubt. Und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet und habe das dann erstmal verarbeiten müssen, dass das jetzt so ist. Nicht vergleichbar, nicht mal ansatzweise mit einer Herztransplantation natürlich. Was waren so, wenn du dich noch erinnern kannst, so deine ersten Gedanken? Vielleicht darf ich so ein bisschen vorgreifen. Ich glaube, wenn ich da so aufwachen würde, ich glaube, das Erste, was ich vielleicht machen würde, wäre so ans Herz lang versuchen, was zu hören, so ein Klopfen, keine Ahnung, oder wie... Nee. Wie war das bei dir? Man muss erstmal auf sein Leben klarkommen. Also das Problem, das muss ich dazu sagen, das Problem war, das wusste ich nicht, dass das passiert, aber ich war 3 Tage im Koma. Okay. Also nach der Transplantation konnte man mich nicht verschließen. Also man konnte den Brustkorb nicht zumachen, weil das neue Herz ein Tick größer war als das alte und es auch noch geschwollen war. Und hätte man mich zugemacht und auch den Herzbeutel zugemacht, wäre zu viel Druck drauf gewesen und man hätte das Herz verletzen können. Deswegen bin ich 3 Tage im Koma gelegen mit offenem Brustkorb sozusagen. Also da ist was drüber und so weiter, aber halt nicht offiziell verschlossen. Und dann bin ich am 3. Tag wieder geweckt worden. Also man hat mich verschlossen, hat mich geweckt und ich war fix und alle, als ich wach wurde. Ich hatte echt Schmerzen, also mir hat gefühlt alles wehgetan. Das Problem war auch, ich konnte meinen Kopf nicht heben, weil
diese Muskeln, die hier sind, die waren überstreckt worden in dieser Zeit des Komas, also weil ich ja künstlich beatmet worden bin. Und die waren so gereizt, dass ich sie nicht mehr, ich konnte meinen Kopf nicht mehr heben. Ich hatte, ich glaube, insgesamt 6 oder 8 Kilo Wasser in mir drin. Das liegt daran, dass man an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird während der Transplantation. Und da braucht man einfach Wasser. So. Und es lagert sich dann aber im Gewebe ab. Das heißt, ich war so gefühlt wie so ein Michelin-Mädchen am Anfang. Und ich hatte unfassbaren Durst. Also ich habe in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich gerade ein neues Herz bekommen habe, sondern meine Gedanken waren, oh mein Gott, ich habe so Schmerzen. Oh mein Gott, ich habe so Durst, weil ich Wassertabletten bekommen habe, aufgrund dem, was im Gewebe drin war. Und was zum Geier ist hier gerade passiert? Das waren die ersten Gedanken am ersten Tag. Hattest du... Okay, das waren die ersten Gedanken. Was waren dann so... Dann gehen wir vielleicht mal so in den zweiten Tag rein. Hm. Also so, wo dann vielleicht mehr so das Bewusstsein für das, was da gerade passiert ist, wieder kam. Da war es anders. Da hat man auch das erste Mal richtig realisiert, was da jetzt passiert ist und dass da jetzt was Neues drin ist. Wobei dieser Fakt, dass da ein Herz eines Fremden drin ist, das versteht man nicht. Und das hat, ich weiß auch gar nicht, ob ich das heute schon richtig verstanden habe, dass das Herz eines anderen Menschen, so wie jeder andere, der so rumläuft, dass dessen Herz deren Herz in mir drin ist. Das ist so unrealistisch einfach. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass da jetzt ein Herz drin ist, was wahnsinnig stark klopft. Also ich hatte das Gefühl, das hämmert so richtig gegen den Brustkorb. Und total regelmäßig. Und das kannte ich nicht mehr. Also mein Herz hat nur noch geholpert. Und plötzlich war das total ruhig, total entspannt und so kräftig. Das war schon was Besonderes, ja. Und hat mir im ersten Moment sogar Angst gemacht. Weil dieses starke Klopfen war früher ein Alarmzeichen und plötzlich war es was ganz Normales. Eine Frage, wir sind die Fragen ja vorher ein bisschen durchgegangen und ich sag's jetzt einfach mal, ich habe die Fragen, die ich jetzt hier teilweise stelle, die habe ich ChatGPT gestellt und habe ChatGPT gefragt, hey, welche Fragen würdest du als künstliche Intelligenz einem Menschen stellen, der ein neues Herz bekommen hat? Wohl wissend, dass du ja selbst nie ein Herz haben wirst. Ich weiß nicht, ob das was ausgemacht jetzt hat auf die Fragen, die hier gestellt wurden. Aber eine Frage, die hier kam und die hast du auch, du hast ja schon gelacht, weil du hast alle diese Fragen, das sind so die Klassiker, hast du gesagt. Ne? Aber es sind, glaube ich, auch die Fragen, die viele interessieren. Wir verbinden ja das Herz mit Gefühlen, mit Emotionen, so dass das Herz als Symbol. Und eine Frage, die da natürlich kommt, hast du irgendwie festgestellt, dass du plötzlich anders fühlst? Also, dass sich da was verändert hätte? Ja. Nein. Also tatsächlich, im ersten Moment dachte ich, also ich war echt relativ rational am Anfang und relativ gefasst. Dachte ich mir, okay, das kenne ich von mir nicht. Ich bin eigentlich schon so jemand, der recht nah am Wasser gebaut ist. Aber das hat sich wieder relativiert. Also das ist wieder alles ganz normal. Ansonsten kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich andere Eigenschaften habe, andere Gefühle habe, auch nicht Menschen gegenüber. Also dass jetzt plötzlich, keine Ahnung, ich andere Gefühle meiner besten Freundin gegenüber habe oder wem auch immer. Ich glaube, dass solche Dinge nicht übertragen werden und dass man trotzdem der alte Mensch bleibt. Ja, absolut. Ich glaube, wenn man länger darüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn, ist ja in Anführungsstrichen nur eine theoretisch ein Organ. Genau, eine Pumpe, ein, ne? Schon sehr wichtig, aber das ist es unterm Strich. Als wir das erstmal gesprochen haben, war sofort so mein Ding, okay, ja, aber was kannst du jetzt alles nicht machen? Ne? Was geht alles nicht mehr mit einem neuen Herzen? Und ich war natürlich auch gleich irgendwie so bei Sport und bloß nicht überfordern und hin und her, aber da hast du mir dann auch eher unerwartete Antworten gegeben. Ja, es ist eigentlich sollte man eher die Frage stellen, was kannst du jetzt wieder? Ich konnte ja, also am Ende hieß es ja kein Sport mehr, also gar kein Sport mehr. Ich konnte auch aufgrund des Defis, also hätte jetzt meine Krankheit es nicht schon verhindert, hätte ich auch aufgrund des Defis
oder des Defibrillators vieles nicht machen können, wie Kontaktsportarten beispielsweise, Ballsportarten, solche Sachen sind verboten, weil da kann ja ein Schlag auf diesen Defibrillator draufkommen und könnte zu Fehlschocks führen. Und ich konnte auch einfach körperlich viele Dinge nicht mehr. Und es ging plötzlich wieder. Also ich werde nie vergessen, die haben mich nach, ich glaube es waren 2,5, 3 Wochen, haben die mich das erste Mal wieder auf so einen Ergometer draufgesetzt. Und da konnte ich gefühlt gerade wieder so halbwegs normal gehen. Dann haben die mich eben auf dieses Fahrrad gesetzt und ich musste schon wieder Sport machen. Und nach 5 Wochen kam ich auf Reha und dann hieß es, jeden Tag Sport machen. Und auch das ist es zur Normalität geworden. Im Gegenteil, man sagt mir immer, ja, mach noch mehr Sport. Schau, dass du regelmäßig deinen Sport machst, dass du eben dieses Herz trainierst. Es gibt so gut wie keine Grenzen mehr. Da ganz kurz, kann man Herz trainieren? Also ist das wirklich nur so eine Aussage? Also jetzt auch alle, die jetzt noch ein eigenes, sage ich jetzt mal, Herz haben, die da dem was Gutes tun wollen, weil du hast dich ja sehr, sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Also kannst du das wirklich trainieren, vorbeugend hier was machen? Definitiv. Also gerade das Thema Ausdauersport, auch wenn ich es nicht mag, hilft da ganz, ganz viel, um dieses ganze Herz-Kreislauf-System zu stärken. Ich war, bevor ich zu dir gekommen bin, bei einem Sportarzt, um mir auch wieder Tipps zu holen, wie ich am besten trainiere, weil es bei transplantierten Herzen so ein paar Sonderthemen gibt. Und auch der hat mir wieder bestätigt, schau, dass du regelmäßig deinen Sport machst und du kannst, also einmal beim transplantierten Herz kannst du mit Sport Dinge verbessern, also ich muss anders anfangen, wenn ein transplantiertes Herz, ein Herz transplantiert wird, dann werden alle Nerven auch getrennt sozusagen von dem alten Herz. Also erst muss man alles trennen, dann wird das alte Herz rausgenommen, das neue Herz reingepackt. Und diese Nerven haben aber keine Verbindung zum Herz. Was bedeutet, dass man nicht mehr über elektrische Signale sich der Puls erhöht. Also ich gehe jetzt eine Treppe hoch, dann weiß mein Herz ganz schnell, dass es jetzt schneller pumpen muss, weil eben dieses elektrische Signal übermittelt wird. Und bei mir funktioniert das nicht, deswegen läuft es bei mir alles über chemische Prozesse. Also Adrenalin muss bei mir freigeschüttet werden. Das dauert aber viel länger als elektrische Signale. So. Dadurch ist einmal meine maximale Herzfrequenz limitiert. Also ich schaffe aktuell nur 130 Puls, höher geht's nicht. Und das Herz reagiert einfach langsamer. Und das kann man aber zum Beispiel mit Sport trainieren. Also mit Sport kann es möglich sein, man weiß noch nicht genau, wie es klappt und was am besten hilft, aber dass diese Nerven wieder zum Herz finden und dadurch einfach dieses ganze System wieder besser funktioniert. Man kann auch zum Beispiel Verkalkungen in den Adern und so weiter, kann man vorbeugen mit Sport und so weiter und so fort. Also definitiv, das ist mir jetzt wieder eindrücklich heute gesagt worden, Sport ist ganz, ganz, ganz wichtig fürs Herz. Ja. Sehr gut, das nehme ich auch nochmal mit. Ich habe vor ein paar Wochen wieder so ein bisschen das Laufen, Joggen angefangen. Ja, und ich mag es eigentlich. Früher bin ich auch viel gelaufen. Aber jetzt ist schon starke Überwindung. Aber ich habe halt auch gemerkt, diese Kondition, Fitnessstudio, schön und gut, aber ist was anderes. Es ist komplett was anderes. Und deswegen, also Sport, wichtig, Freunde. Ganz wichtig. Aktivitäten haben wir jetzt mal drüber gesprochen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, das Thema Ernährung. Und dann möchte ich auch noch mal kurz drüber sprechen, was so eine Herztransplantation kostet, was du an Kosten mitbekommen hast, welche laufenden Kosten auch noch anfallen durch die Medikation. Und dann habe ich noch mal eine Schnellfragerunde. Was gibt es ernährungstechnisch für, weiß ich nicht, Einschränkungen, falls es die gibt? Das ist tatsächlich nicht so einfach beim Thema Herztransplantation, vor allem im ersten Jahr. Also im ersten Jahr darf man eigentlich nichts Gesundes essen. Das ist, so kann man so festhalten. Ja. Nichts Gesundes? Ja, genau. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber man darf keinen Salat zum Beispiel, also man darf nichts essen, was nicht geschält, erhitzt. Und was ist das dritte? Peel it, heat it und... Boil it? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall so diese drei Regeln. Es darf eben keine
Schale noch dran sein, wo theoretisch Bakterien dran sein können. Oder Salat. Salat kann ich nicht erhitzen, kann ich nicht schälen. Der war zum Beispiel raus. Also so ganz, ganz viele Obst, Gemüse war super schwierig, weil du entweder alles schälen musstest oder erhitzen musstest oder was auch immer. Also ich habe am Anfang Babybrei gegessen, weil da war klar, da ist nichts drin. Und dann darf man auch noch so ein paar andere, also im Prinzip eigentlich alles, alle Regeln, die auch für Schwangere gelten, gelten in dem Moment auch für Transplantierte für ein Jahr. Und nach diesem Jahr wird es aber deutlich entspannter. Da gibt es jetzt eigentlich nur noch die Einschränkungen, dass ich keine Grapefruit essen darf, weil die die Medikamente beeinflusst. Kein roher Fisch, kein rohes Fleisch und keine rohen Eier. Einfach weil die Gefahr zu hoch ist, dass da Bakterien drin sind. Wobei man auch dazu sagen muss, das tut dem Herz nichts. Also es ist nicht, es geht nicht darum, dass das Herz deswegen abgestoßen wird oder sonst irgendwas, sondern dass einfach mein Organismus sich nicht dagegen wehren kann und die Krankheiten viel extremer ausfallen, womöglich, also auch nicht immer. Aber als jetzt wie bei einem normalen, gesunden Menschen, der halt ein normales Immunsystem hat. Und deswegen muss man da drauf achten. Aber mittlerweile ist es wirklich human. Das mit dem Salat, das wäre heftig für mich. Bin das echt, war für mich auch hart. Salatliebhaber ohne Ende ist auch super einfach zu machen. Ja. Als Kochlegastheniker, deswegen konnte ich da auch überhaupt keine Antwort drauf geben auf deine 3 Punkte hier. Kosten. Ja. Was hast du mitbekommen, was diese Transplantation und das Ganze kostet und auch die Medikation, die du jetzt quasi dein Leben lang einnehmen musst? Was zahlt die Krankenkasse? Was musst du vielleicht auch aus eigener Tasche zahlen? Ja. Also ich bin gesetzlich versichert, von daher habe ich nicht den vollen Blick in das, was es gekostet hat, was nicht. Dann muss man dazu sagen, ich war ja relativ, also ich war trotzdem ein halbes Jahr im Krankenhaus, aber noch relativ kurz im Vergleich zu vielen, vielen anderen. Und daher haben sich meine Kosten, die ich gesehen habe, zumindest auf 120.000 Euro. 120.000 Euro. Mit der OP kannst du? Meines Wissens nach, ja. Okay. Ja. Aber das sind Zahlen, die ich halt mal gesehen habe, ob das alles ist oder ob da noch was fehlt, wo ich keine Einsicht habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wobei ich mir immer denke, das ist ja noch relativ günstig. Also wenn man da nach Amerika guckt, glaube ich, sind wir im Millionenbereich im Vergleich. genau, das ist einmal das, die Operation selber, beziehungsweise halt die Intensiv, also ich war ja immer auf Intensivstation vorher und dann 2 Wochen noch danach. Die sind ja immer teurer, als wenn man auf Normalstation ist und so weiter und so fort. Die Medikamente, das sind vor allem diese Immunsuppressiva, also diese Medikamente, die das Immunsystem runterdrücken, sind relativ teuer. Also da bin ich sicherlich im Tausenderbereich oder also im vierstelligen Bereich für die Kosten, die ich so im Monat habe. Also nicht ich habe, sondern die Krankenkasse hat. Die sind relativ teuer, weil es eben nicht so viele Menschen gibt, die die nutzen. Genau. Und gibt es irgendeinen Eigenanteil, irgendwas, das du selbst tragen musst? Ich habe meine normalen Rezeptgebühren, die ich zu zahlen habe. Wobei, also müsste ich mich mal mit beschäftigen, weil irgendwann gibt es ja so einen Freibetrag. muss ich mal schauen, ob ich den bald schon erreicht habe. Aber ja, also klar, die bleiben. Ansonsten, toi toi toi, hatte ich, also das Krankentagegeld, solche Sachen hatte ich noch. Also diese 10 Euro. Krankenhaustage, genau. Ja. Genau. Diese 10 Euro, die man da pro Tag dann noch zahlen muss, die sind noch geblieben. Aber ist ja alles human. Also ich lehne jetzt mal aus dem Fenster, oder ich lehne mich vermutlich nicht aus dem Fenster mit der Behauptung, du bist relativ happy, dass du in Deutschland und in dem Krankenversicherungssystem bist mit dieser Geschichte. Hast du da auch mal da Gedanken dazu gemacht oder auch Erfahrung? Keine Ahnung, wie wäre es, wenn du jetzt das gleiche Problem in einem anderen Land gehabt hättest? Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Und ich weiß, es wäre mein Todesurteil gewesen, glaube ich, wenn ich zum Beispiel in Amerika gewesen wäre und nicht krankenversichert gewesen wäre, weil ich die Kohle nicht gehabt hätte. Und man sich das hätte nicht leisten können, wenn man nicht in einer sehr, sehr wohlhabenden Familie lebt. Und das ist mir sehr bewusst und ich bin auch wahnsinnig dankbar dafür, auch wenn es Dinge gibt, die man kritisieren kann an unserem Gesundheitssystem. Die möchte ich auch gar nicht ausschließen. Aber trotz allem sind wir so weit abgesichert und ich habe
von meiner Krankenversicherung ein zweites Leben geschenkt bekommen, wenn man es so sieht. Also von meiner Spenderin, also das auf jeden Fall. Aber natürlich hat es auch irgendjemand finanziert. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass es eben das gibt und dass ich wirklich jederzeit Unterstützung hatte. Also meine Krankenkasse war Bombe. Also da kann ich wirklich nichts sagen. Die waren immer an meiner Seite. Es gab nur in diesen ganzen Jahren so ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gezahlt worden sind. Aber ansonsten konnte ich mich immer drauf verlassen. Und es war Gold wert. Ja, ich habe die Frage natürlich bewusst gestellt, um da einfach auch mal, dass nicht immer nur draufgekloppt wird auf unser System. Und natürlich, jetzt wird nicht jeder eine Herztransplantation haben, das wird die wenigsten Menschen betreffen, aber das ist ja nur ein Beispiel von den, sage ich jetzt mal, richtig heftigen Sachen, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Ich glaube auch, man unterschätzt auch die kleinen Dinge. Also selbst nicht mal, wenn du was Großes hast, aber allein schon die Möglichkeit, dass du jederzeit mal zum Arzt gehen kannst. Wenn ich überlege, wie viel ich seit der Transplantation zum Arzt renne, ob es Kardiologe ist, ob es zum Hausarzt ist, ich muss alle 4 Wochen muss ich Blut abnehmen, damit diese Spiegel von den Medikamenten gecheckt werden können. Das kann ich alles machen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Ich kann sogar zum Facharzt, ohne dass ich eine große Überweisung oder irgendwas brauche. Und das hat ja jeder irgendwann mal in seinem Leben. Und auch da können wir sehr, sehr dankbar sein. Absolut. Dankbarkeit ist, glaube ich, genau das Wort. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn du halt da drin bist in diesem System. Und dann, wir sind eine Meckerkultur bei uns hier, eine Jammerkultur. Wir haben auch immer diese Vollkasko-Mentalität. Das Wort hat mir jemand mal vor kurzem beigebracht, dass er denkt, immer muss alles irgendwie so. Nee, aber guck mal, wenn es so hart auf hart kommt, dann ist das schon ganz gut, mit Ausnahmen, die es immer irgendwo gibt. Das ist einfach so. Und deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass man da einfach auch nochmal diese Dankbarkeit in sich drin hat. Bevor wir jetzt noch zu den kurzen Fragen kommen, dein Buch steht hier schon die ganze Zeit. Mein Speed-Dating mit dem Tod. Du hast dann natürlich deine Geschichte. Ein Teil der Geschichte. Reingepackt, einen Teil davon. Was ist so das größte Learning? Ich lese hier einmal den ersten Absatz vor. Eine wahre Geschichte, die beweist, dass eine lebensgefährliche Krankheit kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Du hast ja das Thema Resilienz, sage ich. Für dich entdeckt. Ja. Ich glaube, man hört immer wieder so in, keine Ahnung, Videos, Vorträgen oder sonstigen Geschichten, wo es um Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung oder sonst was, Mindset, was weiß ich, geht. Aber Resilienz taucht nicht so oft auf, nicht in meiner Wahrnehmung. Mhm. Vielleicht magst du das gerade nochmal kurz schildern, wieso Resilienz, was ist das genau und warum ist das so eine krasse Stärke eigentlich, wenn man Resilienz entwickelt, was ja du, glaube ich, mal so auf dem krassesten Weg überhaupt getan hast. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Resilienz gar nicht mehr so ein unbekannter Begriff ist. Also ich glaube, momentan in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es voll der Inbegriff irgendwie. Resilienz beschreibt im Prinzip nur, dass es unsere psychische Widerstandskraft oder unsere Widerstandsfähigkeit. Und es geht darum, dass wir mit Resilienz besonders herausfordernde Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen überstehen. Also das heißt, ohne dass ich dann irgendwann in einem Burnout lande, in einer Depression oder was auch immer man so noch mittragen kann nach schwierigen Herausforderungen. Und für mich, also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, dieser Begriff war mir schon, habe ich schon mal gehört, aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt gehabt, bis meine Geschichte dann so richtig losging. Und irgendwann bin ich, glaube ich, durch Zufall auf dieses Thema gestoßen, habe mir das mal durchgelesen und es war ein absoluter Wow-Moment, weil, also es gibt so Säulen der Resilienz, was ist besonders wichtig und was macht Resilienz aus. Habe mir das durchgelesen und dachte mir so gedanklich, okay, habe ich gemacht. Krass. Ich habe Resilienz gelebt, ohne dass ich wusste, was genau dahinter steckt und dass das wichtig ist. So. Und ab dem Zeitpunkt war ich so fasziniert von dieser Thematik und habe mich viel damit beschäftigt und habe auch in mich mal reingehört und festgestellt, diese 7 Säulen, die sind ganz nett. Also das sind auch wissenschaftlich belegte Säulen und so weiter. Aber mir haben noch viele, viele andere Dinge in der Praxis geholfen, mit den Situationen umzugehen, die ich halt so hatte.
Und ja, so habe ich dann für mich 20 Faktoren am Ende gefunden, die mir sehr, sehr geholfen haben. Und heute habe ich beschlossen, einmal meine Geschichte zu erzählen, damit es anderen Leuten eben nicht passiert, beziehungsweise sie vielleicht was daraus lernen können oder Mut schöpfen können, Motivation, Inspiration, was auch immer. Und auf der anderen Seite dieses Thema Resilienz, nachdem ich es ja selber gelernt habe irgendwo, anderen Menschen weiterzugeben, in Form von Vorträgen, wie beim Female Insurance Summit, in Form von Workshops. Also, dass ich auch Menschen beibringe, wie man denn seine Resilienz stärken kann und so weiter und so fort. Das ist ein durch und durch Herzensthema geworden. Ja, besser kann man es wahrscheinlich nicht beschreiben. Ich finde, ich habe mich nochmal mehr nach deinem Vortrag, als ich den damals gehört habe, mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Das war auch eher so unbewusst schon irgendwo mit dabei, so diese Widerstandsfähigkeit, so dieses, das kommt immer irgendwas, aber du gibst dann halt nicht irgendwie nach im Sinne von, oder? Ja, wobei, also das Entscheidende bei Resilienz ist ja eigentlich, dass du nicht nur diese Wand sozusagen, die du bist, sondern dass du flexibel auf die Situation reagierst. Also Resilienz oder der Begriff kommt eigentlich aus der Physik und beschreibt verschiedene Stoffe beziehungsweise verschiedene, Stoffe, glaube ich, ist das richtige Wort, die sich, also man nimmt beispielsweise eine Metallfeder, ganz gerne als Beispiel. Du kannst diese Metallfeder auseinanderziehen, sie verändert ihre Form aufgrund von Krafteinwirkung, passt sich an der Kraft und sobald die Kraft loslässt, springt sie wieder in ihre alte Form zurück. Mhm. Also eigentlich geht es darum, sich einfach anzupassen an die Situation und dabei nicht zu zerbrechen, sondern flexibel zu sein und diesem Druck standzuhalten, indem man einfach sich anpasst und flexibel wird. Ja. Ja, in unserer heutigen Welt womöglich wichtiger denn je, weniger vielleicht physisch, aber vor allem mental. Ja. So würde ich es zumindest sehen. Vielleicht ganz kurz, wenn man dich als Speakerin buchen möchte, Workshop oder Ähnliches. Wie kann man das am besten machen? Wie kann man dich erreichen? Am besten über meine Homepage. Die ist www.tamaraschwab.com. Alles zusammen. Perfekt. Packen wir natürlich auch noch in die Shownotes mit rein. Ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Das war wirklich, ich weiß noch, das war so alles ruhig. Im ganzen Saal, ich weiß nicht, den ganzen Tag war da verschiedenste auch Vorträge und sonstiges und auch mal hier gelacht und da war, und dann warst du am Ende dran und einfach Stille. Also wirklich komplett, und alle haben gelauscht und waren auch Tränen in den einzelnen Gesichtern, weil die Story halt so heftig ist. Ich glaube, da hat jeder was mitgenommen. Am Ende des Tages, auf alle Fälle. So, jetzt harter Cut. Zumindest, jetzt kommt eine kurze Frage. Genau, jetzt kann man eine kurze Fragerunde, die vielleicht auch nochmal so weggeht vom eigentlichen Thema, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen dich als Person noch ein bisschen besser darstellt, sage ich jetzt mal, oder tief blicken lässt. Dein schlechtestes Schulfach damals, wo hast du es so richtig abgekackt? Also ich glaube, richtig, richtig abgekackt habe ich Gott sei Dank nirgendwo. Aber also mein absolutes Hassfach, das hat sich dann auch halt in den Noten bemerkbar gemacht. Und ich musste den Spaß auch noch im Abi machen. Das war Latein, definitiv. Ich werde es nicht begreifen, ich werde es nie begreifen. Ich will es auch nicht begreifen. Ich bin Gott froh, dass ich es nie mehr machen muss. Okay, ich hatte auch Latein. Und ich war auch richtig schlecht. Aber ich war nur deswegen schlecht, weil unser Lehrer immer wieder dieses, du musst auch vom Deutschen ins Lateinische übersetzen. Oh, das hatten wir nicht mehr, Gott sei Dank. Das hat null, man übersetzt doch nicht in eine tote Sprache. Und das war aber so schwierig, weil andersrum konnte ich ja immer auch so vom Kontext, ich musste nicht alles wissen, aber so Kontext konnte ich dann so, das heißt wahrscheinlich das. Und dann schreibst du es in Deutsch hin. Das ging halt umgekehrt nicht, weil du da halt diese korrekte Grammatik und alles dann von Latein, dass der nicht deine Muttersprache ist. Und deswegen habe ich da halt auch abgelost. Tatsächlich. Selbst die Interpretation habe ich nicht hingekriegt. Also, ich bin so froh, dass ich das halbwegs geschafft hatte damals im Abi. Ja, hör mal auf der Schule. Hier, Handy, Instagram, TikTok. Wem? TikTok. Ja, egal. Social Media. Wenn du dein Handy aufmachst und da auf Instagram gehst, von welchem Creator, von welcher Creatorin schaust du gerne Inhalte neben natürlich mir? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Verdammt, da wollte ich vorher nochmal nachgucken.
Und ich habe hier, ach ja, ich kann ja nicht mal nachgucken. Bin ja hier im Flugmodus drin. Darf ich kurz den Flugmodus ausmachen? Selbstverständlich. So viel Zeit muss sein. Jetzt bin ich gespannt. Gute Frage. Wer ist der Erste oben bei dir in der Story? Das ist ja immer so ein Indikator. Gerade eben ist es jemand, die ich am Samstag treffe, weil ich auf einem Event eine Vorlesung halte, sozusagen. Aber, also was ich sagen kann, ich glaube, ich habe gar keinen Lieblings-Creator. Aber ich mag es, oder ich tausche mich sehr viel mit Menschen aus, die selber große Herausforderungen hatten. Das ist irgendwie auch so ein bisschen Community. Oder auch viele Transplantierte. Und was ich aber auch sehr gerne mag, ist einfach Humor. Das brauche ich. Das gibt mir meine Leichtigkeit im Alltag. Das hat mir auch unfassbar geholfen in dieser ganzen Krankenphase. Also auch dieses Buch beinhaltet sehr viel schwarzen Humor. Aber das ist mein Geheimrezept irgendwie, um klarzukommen. Das ist genau mein Ding. Es gibt diesen einen Spruch, den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber quasi Humor und Sarkasmus ist das Einzige, was mich noch davon abhält, irgendwo runterzuspringen, im Prinzip. Ja, ja, das ist ganz gut. Und da fällt mir gerade ein, es gibt tatsächlich eine Seite, es ist ein einzelner Creator, aber die heißt, ich glaube, irgendwas mit Chronic Illness irgendwas. Und da kommen genau diese schwarzen Humor zum Thema chronisch krank sein, finde ich richtig genial, weil ich teilweise, wie gesagt, einen ähnlichen Humor habe. Ja, Chronic Illness Humor. Chronic Illness Humor. muss ich direkt abchecken. Und ich habe noch jemand anders, der mir gerade einfällt zu diesem Thema schwarzen Humor, der aber auch natürlich eine ganz krasse Erfahrung durchmachen musste, Samuel Koch. Ja. Der im Rollstuhl sitzt nach diesem schweren Unfall damals bei Wetten, dass, und dem folge ich auch, und dann hat er ein Video gemacht, wo man ihn in seinem Rollstuhl sieht und er trinkt halt ein Glas Wein und sagt dann so, ey, aber don't drink and drive, und dann fährt er halt so mit seinem Rollstuhl. Ja, ne? Cool. Und ich glaube, das brauchst du am Ende des Tages. Das ist wie so eine unsichtbare Kraft, aus der du das ziehen kannst. Es setzt so ein bisschen diese Dramatik runter. Mhm. Also du hast halt ein Dramatik-Level von keine Ahnung was, wenn du da gerade im Krankenhaus liegst. Und wenn du dann aber mit dieser Titel, mein Speed-Dating mit dem Tod, ist tatsächlich entstanden, weil für mich diese Herzstillstände wie ein schlechtes Tinder-Date waren, so ungefähr. So ein Blind-Date, wo du hingehst, dann dich kennenlernst und du denkst, oh nee, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Und so habe ich das auch im Buch beschrieben. Das ist halt für mich, es war wie ein Speed-Dating mit dem Tod. Ich habe für mich geklärt, passt es irgendwie nicht so recht, und habe wieder die Fliege gemacht Richtung Leben. Und es hat einfach diese Dramatik, dass ich habe einen Herzstillstand mit 24 Jahren, bin fast gestorben, hat es einfach so ein bisschen runtergesetzt. Und das hat es deutlich leichter, glaube ich, gemacht. Und das ganze Thema auch Persönlichkeitsentwicklung und so ist, glaube ich, auch ganz viel bei mir in meinem Feed. Okay, cool. Welches Buch hast du als letztes gelesen? Also wenn das zählt, dann wäre es tatsächlich mein zweites eigenes Buch, denn da schreibe ich gerade dran. Das Buch Ende 2019. Okay. Und meine Transplantation war ja 2021. Und das letzte Kapitel in diesem Buch heißt Happy End oder Never Ending Story. Und genau darum ging es damals. Wie lang geht meine Geschichte noch und wie geht sie weiter? Wird es eine Never Ending Story oder kommt doch irgendwann noch ein großes Happy End? Und dann ist diese Transplantation passiert und das, was eben danach dann kam, dass es mir super gut geht. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe diese Frage im Buch gestellt, ich muss jetzt dieses Happy End auch irgendwo erzählen. Und deswegen gibt es bald noch ein zweites Buch mit der Transplantation, und das lese ich gerade ganz fleißig, weil ich daran schreibe. Mega, scheint gerade ein Trend zu sein, seine eigenen Bücher zu lesen. Das hatte auch mein anderer Podcast-Gast, der Ricardo, schon erwähnt. Aber das hätte ich für mein Buch auch berücksichtigen müssen. Das ist ja mal ein krasser Cliffhanger so am Ende, so dieses, ne? Und das hätte ich auch machen sollen mit meinem Buch. Ich weiß nicht, wie der hätte aussehen sollen, aber das, ja, meine Story war natürlich perfekt dafür. Ja, das stimmt. Ja, mega, cool. Und meine letzte Frage dahingehend ist jetzt nochmal ein bisschen, geht nochmal ein bisschen tiefer rein, emotional rein. Was hättest du gemacht, oder hast du dich schon mal im Kopf
in diese Situation begeben, und du hast natürlich wahrscheinlich mehrfach, was wäre, wenn das nicht geklappt hätte mit dem Spenderherz? Also mal die Situation, Frau Schwab, das wird nichts. Mhm. So wie es aussieht, wird das jetzt noch schlimmer mit dem Herzen? Keine Ahnung, vielleicht 2 Jahre noch oder so. Mhm. Ja, irgendwie, vielleicht gab es das sogar so mal, solche Aussagen. Aber warst du im Kopf in dieser Situation, und was hättest du gemacht, oder was hättest du, weiß ich nicht, mit dem Rest deines Lebens noch gemacht, wenn das jetzt nicht geworden wäre mit der Herztransplantation? Also ich hatte diese Situation damals, als dieser Arzt mir gesagt hat, ist nicht. Und ich würde noch heute sagen, ich glaube, in dieser Situation hätte ich mir am liebsten, wenn ich nicht so gewesen wäre, wie ich war, dass ich mir dann eine andere Lösung suche und die Verantwortung für übernehme, ich glaube, ich hätte mir die nächste Brücke gesucht. Also ganz ehrlich, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt, bis auf ich kämpfe selber, keine Option mehr gesehen. Mir ist auch keine Option gelassen worden, außer leb so weiter und wart auf den nächsten Schlag, so ungefähr. Und das war für mich zu dieser Zeit einfach kein Leben mehr. Ich hatte keine Energie mehr. Meine Reserven waren aufs Unterste. Also es war vorbei. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe keine Hoffnung mehr. Also wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann wird es echt verdammt schwierig. Und das hatte ich in dem Moment. Dank diesem Arzt, wobei ich ja Gott sei Dank jemand bin, der sagt, ja, dann mache ich selber so ungefähr. Beziehungsweise bin ich ein sehr sturer Mensch, und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann tue ich alles dafür, dass das irgendwie erfüllt wird. Gott sei Dank. Das hat, glaube ich, ein Stück weit dazu beigetragen, dass es am Ende dann geklappt hat. Wenn es nicht diese Möglichkeit einer Transplantation gegeben hätte, tue ich mir ehrlich gesagt schwer. Also normalerweise würde ich sagen, ich wäre noch voll viel gereist oder solche Sachen, aber das wäre nicht mehr gegangen. Oder zumindest hätte ich es nicht genießen können, weil ich immer Angst gehabt hätte, dass irgendwas passiert. Ich glaube, ich hätte einfach nur ganz, ganz viel Zeit mit meinen Liebsten verbracht und diese Momente aufgesaugt. Weil das waren auch, also bei meinem zweiten Herzstillstand, wo ich ja wirklich dachte, wow, das geht gerade schlecht aus, war eigentlich nur der Gedanke, oder das Schlimme an dieser Situation war nicht dieses, ich sterbe jetzt vielleicht oder ich habe Angst vorm Sterben, sondern ich kann nicht mehr Tschüss sagen. Ich kann meinen Liebsten nicht mehr sagen, dass ich sie liebe und ja, dass es mir leid tut, dass ich jetzt gehen muss, wie auch immer. Und von daher, das war ein wahnsinnige Erkenntnis für mich, weil ich früher auch Familie, Freunde und so weiter viel hinten angestellt habe, hinter Job, Erfolg und so weiter, dass ich jetzt die Zeit wahrscheinlich, also wenn ich wüsste, es sind nur noch 2 Jahre oder was, würde ich ganz, ganz viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja. Danke für die emotional tiefen Blicke dann an der Stelle nochmal, dass du das teilst. Hast du nochmal einen Ratschlag für alle, die irgendwo da draußen strugglen? Wir alle strugglen, wir alle sind mal in Situationen, die für uns subjektiv wahrgenommen schwierig sind, ja? Und das muss jetzt keine Herztransplantation sein. Nein, oder ein Herz, das nicht mehr so funktioniert, sondern das können Millionen andere Dinge sein, aber so das Thema Resilienz, hast du so einen praktischen Tipp, wo du vielleicht dich auch selbst immer mal wieder rausgeholt hast, wo du sagst, das funktioniert, und das würdest du jetzt den Leuten, die irgendwo gerade in einem Struggle sind, eine schwere Phase haben, ans Herz legen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sorry, aber so diese Wortspiele, die gehen, das ist super. Mit Herz gibt es so viele. ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Tipps, deswegen halte ich auch Workshops. Ich glaube aber, was am gefährlichsten ist in solchen Situationen, dass man in so eine Opferrolle rutscht. Also, dass man das Gefühl hat, ich kann an meiner Situation nichts ändern. Ich bin jetzt Opfer der Umstände. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz gefährliche Phase, weil wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts ändern, dann kann ich eben dieses Thema Depression rutschen oder was auch immer, Burnout, wie auch immer, weil ich keinen Ausweg mehr sehe aus dieser Situation. Und da kann ich immer nur den Tipp geben, sich wirklich mal mit der Situation auseinanderzusetzen und zu überlegen, welchen Teil dieser Situation kann ich nicht verändern
Okay, also das sind meistens die externen Faktoren. Oder ich bin jetzt krank, ja, bin ich jetzt, kann jetzt auch nichts machen. Oder ist das ich habe meinen Job verloren, ist jetzt so. Werde ich jetzt nichts mehr wahrscheinlich daran ändern können. Aber welchen Teil dieser Situation kann ich verändern? Worauf habe ich Einfluss? Denn egal welche Situation, ich habe immer Einfluss auf etwas. Und das ist vor allem meine innere Einstellung zu der Situation. Das Schönste, also, oder das prägnanteste Erlebnis, was ich immer wieder so hatte, war, ich bin immer wieder gefragt worden vor der Transplantation, krass, wie kannst du nach solchen Erlebnissen noch lächeln? Und ich war jedes Mal, dachte ich mir, hä? Also wenn ich lächeln kann, dann jetzt, weil ich habe den Tod überlebt. Ich darf noch leben. Ich habe noch die Chance, es wieder rumzudrehen, das Ruder. Also warum denn nicht gerade jetzt lächeln? Und ich glaube, das zeigt diese unterschiedlichen Ansichten auf die Situation. Und oftmals denken wir sehr, sehr negativ in schwierigen Situationen. Aber egal, welche Situation wir haben, wir können irgendwas daraus mitnehmen für uns selber. Also unsere Persönlichkeit entwickelt sich dann auch weiter. Und wenn wir dieses Mindset verändern, dass ja, es ist hart, aber erstens, ich habe Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und zweitens, vielleicht bringt mir die Situation sogar noch was, da mehr den Fokus drauf zu legen. Ich glaube, damit kann man schon ganz, ganz viel verändern. Das war jetzt ein bisschen ausschweifender. Das war super und ich bedanke mich einmal für mich selbst, ja, dass du heute nochmal auch mal Sachen geteilt hast, die ich auch noch nicht wusste und ich auch nochmal viel mitgenommen habe, aber vor allem im Namen auch der Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Wenn ihr der Tamara noch gerne irgendwas da lassen möchte, dann gerne in den Kommentaren und wisst natürlich auch Bescheid, wenn ihr die Folge gut fandet, dann natürlich auch bewerten. Bewertungen sind wichtig für Podcasts, vor allem für neue Podcasts wie diesen, dann macht das sehr gerne und ich wünsche dir alles Weitere, also alles Gute weiterhin auf deinem weiteren Weg. Wir bleiben ja in Kontakt, auf alle Fälle. Sehr gerne. Und du bist ja öfter in München. Ja. Dank meinem Mitglied. Und ja, nochmal wirklich vielen lieben Dank und für die ganzen Impulse, die du hier gegeben hast und wünsche dir viel Erfolg auch bei deinem zweiten Buch. Dankeschön. War sehr schön.